Hallo Mitspieler, mein Name ist Talorite und ich begrüße euch zur 5. Episode von City Skylines After Dark. Ja, und ich hab's dann irgendwie hinbekommen. Ich habe mich in der letzten Episode ein bisschen bucklig angestellt, hier die richtige Entfernung hinzukriegen, dass das alles einigermaßen aussieht. Und wir sind jetzt auf Entfernung 5, also 5 von diesen Teilstrichen. Und dann machen wir den Kreis da oben mal fertig, lass die Oma wieder laufen. Und wir haben schon wieder was mit dem Strom. Wegen dem Straßenbau muss ich halt Kabel durchschneiden. Gekittet. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wie viel brauchen wir? 4, 8. Wie viel bringt er pro Durchlauf? 200, 300, ne? Dann haben wir gleich. So. Ja, hat so ein bisschen was vom Tatort. Und die Leute wollen wohnen, wie verrückt. Ja, und das hier wären jetzt ein Büro und Commercial, habe ich mir so gedacht. Und jetzt kommt wieder hier Wohnen. Strom, alle check. 48 von 31. Wasser haut auch hin. Müll sind wir gut. Bildung 59, berechtigt von 600. Bürgerzufriedenheit, Gesundheit. Einen kranken Bürger nur noch. Alle geheilt auf einmal. Zack, der Verkehr. Na, die Einzigen, die jetzt noch einen kleinen Umweg fahren müssen, das sind hier die Leute, die hier Kohle bringen oder abholen. Die fahren dann hier wieder zurück. Die Straße immer rundherum. Oder nee, sie werden hier gerade ausfahren und werden hier abbiegen und hier rausfahren. Ja. Naja, aber das geht schon irgendwie, die kommen damit schon klar. Das ist alles mit der Gewerkschaft abgesprochen. Oh. Will er nicht? Warum will er nicht? Dann machen wir erstmal hier 5-5. 1, 2, 3, 4, 5. So, das passt jetzt nicht. Irgendwas kommt jetzt. 1, 2, 3, 4. Na, wir sind nicht ganz auf derselben Höhe, aber das ist nicht so schlimm. So, alles für nächste Mal dieselben Startwerte haben sozusagen. Ups. Hahaha, dann kann an diesem Ring kann eigentlich auch wieder dann angesiedelt werden. Und die bringen auch gleich noch ein paar Commercials mit. Und wir sollten mal Wasser kontrollieren? Nee, das hat andere Ursachen. Wir sind anscheinend wassermäßig sind wir am Limit, jawohl. Strommäßig sehr im roten Bereich. Eieieiei. Okay, Ausgabenstopp. Bis wir uns ein neues Kraftwerk kaufen können. Wir drehen mal voll auf. Und hier können wir. Wir sind bei 80. Hier haben wir 90. Und gucken aber mal, wo das hinführt. Was ist los? Gibt es irgendein Ressourcenproblem? Kohle gespeichert für 2 Wochen. Nicht genügend Treibstoff. Hallo? Warum? Ihr kommt doch weg. Ihr fahrt doch hier hoch. Dann biegt er hier ab. Und dann könnt ihr... Also versorgungsmäßig dürfte eigentlich halt geklärt sein. Was kommt hier an?
Erz-LKW. Importiert Erz nach Kohlekraftwerk. Okay. Kohle gespeichert für 7 Wochen. Dann müsste ja eigentlich wieder alles hoch hin. Ja. Wo war nur das Problem? Warum haben wir kein Erz bekommen rechtzeitig? Weil ich kann ihn nirgendwo bestellen. Ich wüsste nirgendwo ein Fenster, wo ich einstellen könnte. Hier, wir wollen so und so viel Erz pro Woche, pro Monat. Aber wer weiß auch, wie lange das so weit hält. 6 Wochen? Hm. Keine Erz-LKWs. Was kommt da? Was kommt da? Ah, vorbeigefahren. Hm. Auf jeden Fall im Auge behalten. Wasser sind bei mir jetzt doppelt so gut. Okay. Aus. Ich hab ein Problem. Nicht genügend Rohstoffe. Bekleidung GmbH. Hm. Ach so, kommt, ist ja auch alles schick. Die kommen hier an, können ja alles wunderbar verteilen und verkaufen. Röhrchen, bitte. Laufen. Alle wieder glücklich. Sehr schön. Wie ist unsere Arbeitslosigkeit? 3%, auch gut. Es geht überall Licht an. Was sagt der Strom dazu? Alle Dude. Scheint nachts ein bisschen runterzählen, obwohl die Lampen angehen. Mal erste Erfahrungswerte sammeln hier mit Strom, Tags- und Nachtsverbrauch. Ja, wir haben ja einen ganz schön dicken Zwischenraum gelassen zwischen den beiden. Nur dann nicht sicher warum. Vielleicht beugt noch hier eine Querstraße rein, die ab hier beginnt, um das hier weiter zu verfolgen, den Verkehr ein bisschen aufzubrechen. Weiß ich noch nicht. Also wir müssen ja auch dran denken, dass wir mal ein Opernhaus kriegen, mal ein Fußballstadion, und die müssen ja auch irgendwo stehen. Und da haben wir dann gleich ein bisschen mehr Platz hier. Wird denn wieder Strom? 28? Warum kriegen wir unser Erz nicht? Wo muss ich mich da beschweren, Leute? Was kostest du? 19, oder? War das 19? Ja, 19. Wie viel haben wir? Wir haben 21. Dann... Bitteschön. Hoffentlich hast du alles gleich mit dabei und musst dir nicht erst Kohle gespeichert für 7 Wochen. Jetzt haben wir natürlich eine super Überproduktion. 77... Also ich wüsste nicht, dass uns die Kraftwerke durch Überproduktion vielleicht irgendwann mal um die Ohren fliegen. Da gab es einen SimCity damals. Oh, doppelt so viel, okay. Aber wir werden ja auch in Zukunft ein bisschen bauen. Ja, und bekommt mal euer Erz hier. Macht da mal irgendwas. Ihr könnt anreisen, ihr könnt abreisen. War die Tunnel funktionieren noch? Oder habe ich da irgendwas übersehen? Die fahren noch? Überall schön raus, oder nicht? Ja, fährt drin und haut ab. Ist hier halten. Dieser Tunnel wird auch genutzt. Und sie kommen auch überall gut drin. Hm. Ist wohl Zeit, dass ich mein eigenes Erz abbaue. Eine Woche. Oh oh. Für 4 Wochen. Ja, Leute, wie kann man das irgendwie beeinflussen? Nee. Wisst ihr nicht wie? Dasselbe könnte man natürlich auch mit dem Müll machen. Aber wollen wir uns mal nicht zu weit treiben.
Ist das Ding auch leer. Wir können so ein drittes nebenbauen, der wird auch wieder ein bisschen Saft für 7 Wochen hat. Das ist verwunderlich. Nicht genügend Rohstoffe. Irgendwas haut hier mit der Versorgung nicht hin. Was könnte das sein? Nicht in irgendein Arbeiter für LKW-Fahrer, die das herkarren oder so? Bin echt ein bisschen baff. Ich sehe, dass alle wunderschön überall hinfahren können. Er hatte wieder zwischendurch einmal bekommen und er ist fast am Ende. Kraftwerke sind doch auf 100%, also... Ach, ei, 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 ei. Wir hauen alle ab, weil sie keine Materialien haben zum Verarbeiten, oder wie? Das ist ein bisschen merkwürdig. Man kann es ignorieren und mir einfach sagen, hey, das geht schon irgendwie weiter, aber wenn wir keinen Strom haben, dann geht es eben nicht weiter. Alles fährt vorbei. Ist das eine Einbahnstraße? Nee, ist keine Einbahnstraße. Nee, Blödsinn. Kommt irgendwas? Ja, Müll. Ah, der hat was gebracht. Wir haben hier wieder ein bisschen Kohle drin. Da bringt einer was. Kohle. Richtig befriedigend ist das aber nicht, Leute. Das ist irgendwie komisch. Gut, und was ich den Leuten hier unten in der Industrie versprochen habe, ist, dass sie ein bisschen Feuerwehr und Polizei kriegen. Ich weiß nicht, ob das bei den derzeitigen Abwanderungsproblemen hilft. Aber ist Grundversorgung, sag ich mal. Und wenn wir die hier hinsetzen, kommt die auch eigentlich überall geschmeidig hin. Hier können sie am meisten versorgen. Packen wir da noch eine... Ach, das war die Polizei, dann kriegen sie jetzt die Feuerwehr. Oder Andreas rum. Da ist da Polizei. Da freuen sich auch fast alle. So, wir haben überall Strom. Wir haben überall Wasser. Müll sieht's auch gut aus. Das Gesundheitswesen. Erzähl uns doch mal was. 2 Patienten von 100. Praktisch im Stillstand. Die Arztpraxis. Gesundheit. Stören wir euch auch einfach ein bisschen ab, wenn naja, wenn es eh nicht gebraucht wird. Kommen jetzt mal auf 60% hier. Mal sehen, was dann passiert. So können wir halt ein bisschen Kohle sparen, wenn das eh nicht richtig ankommt. Jetzt mal sehen, ob 3 Krankenwagen reichen, ob die damit auskommen. Ha. Gut, feuerwehrmäßig. Das ist hier oben ein bisschen sehr rot, also kriegen sie hier eine Feuerwehr hin. Jawohl. Freudentänze auf den Straßen. Die Bereiche sind nun... Na? Wieso will er hier nicht richtig beppen? Baukosten 12, aha. Haben wir nicht.
Warten wir noch kurz. Die Grundschule, 30 von 300. Convenience Shop. Das da können wir irgendwann für ein Krankenhaus mal Platz machen, aber nicht jetzt. So, und das ja nicht locker. Und komm. Die Abdeckung steht. Und irgendwas gibt es hier mit dem Strom, bitte? Irgendwie haben wir da was? Oh Gott. Ist das hier so ein Szenario auf der Map, dass es hier Kohle nicht so gut gibt und man sollte lieber auf andere alternative Stromerzeugung irgendwie greifen? Ist das das, was ihr mir sagen wollt? Ab wann gibt es ein Öl? Ab 5,5. Ja, da sind wir noch weit von entfernt. Also Wind, wollen sie mir mit anderen Worten damit verklickern. Wo waren die Windrichtungen? Nur immer vorbeigeklickt. Ja, mitten da, wo wir die Stadt haben, gibt's den besten Wind. Ha. Aber wir können ja auch eh eine Kachel schon dazu kaufen, oder? Ja, könnten wir. Wo wäre dann der schönste Wind? Offshore, aber so weit kommen wir. Kommen wir so weit mit der neuen Karte? Müssten wir rinkommen in das Gebiet. Rechts segnischt hier in dem Bereich anständig. Hier unten, ob wir so bis hier kommen, ist fraglich. Und links auch nicht so. Also dann eher der Norden. Und der Norden würde auch einen neuen Autobahnzubringer und Bahngleise bringen. Ja, dann machen wir das. Was kosten den? Oh, 200 Mark. An was denke ich? Wir brauchen mal 4,7. Na gut, wissen wir, wo wir sparen. Kann man das aber auch wieder ausmachen. Ja, und den Strom können wir sonst jetzt so erstmal nicht ändern. Wir sind davon abhängig, dass noch Kohle reinkommt irgendwie. Importbedingungen oder irgendwas? Nee. Da kommt wieder Kohle. Die Kraftwerke jetzt schon so schlecht laufen. Begreifst sie mal. Aber aufreißen bringt ja auch nichts. Also jetzt hier mehr Kohle drin zu stecken in der Hoffnung, dass mehr LKWs hin und her pendeln, um Kraftstoffe zu holen. Falls der Gedanke, aber ich glaube nicht, dass die eigene Fahrzeuge haben, wie beispielsweise hier, die Müllfahrzeuge. Ja, der Strom stellt uns vor Probleme, Leute. Industrie haut alles ab, was geht. Ist hier Brand? Ist auch hier Brand? Was ist hier los, Feuerwehr? Einen Job zu tun. Verhästet man nicht. Gemischte Stimmung in der Stadt. Bürgermeister rätselt, ist die Überschrift. Eben Verkehr irgendwo. Knallrot, ne. Und Verkehr sehe ich auch nicht das Problem drin. Verschmutzung können wir erstmal nichts machen. Lärm. Feuersicherheit. Ah, liegen wir Stadtviertel da. Kriminalität ist niedrig, das ist gut. Bevölkerung, 5% Arbeitslose, das ist auch gut. Ja, Importprodukte. Gesamtimport 3751. Bodenrichtwert, na da wird sie noch nicht viel tun. Motorstoffe erstmal egal, das ist egal. Freizeit. Na, die wollen wohl auch auf jeden Fall mehr Freizeit. Vollmarkt. Kommt auf. Wir sind langsam im Minusbereich. Wir müssen irgendwas machen. Wir müssen irgendwas machen, Leute.
Schade, dass Ruin kein Geld hier. Könnte ich mich mit sanieren. Ja, mehr Leute heißt mehr Stromverbrauch. Und mit Stromverbrauch haben wir gerade ein Problem. Aber ich vermute, dass ich das damit erstmal kompensieren muss. Sonst auf die Billie. Mal sehen, was das bringt. Minus 400, minus 300, minus 200. Ja, aber solange die hier nicht kontinuierlich ihr Erz kriegen, wird uns das immer wieder runterreißen. Das hat er für 8 Wochen und er hat für 6 Wochen. Denen fehlt es an Leuten. Die müssten dann nun langsam kommen. Kann sein, dass eine Update-Welle hier durch den Commercial-Bereich gegangen ist, dass die Häuser sich upgedatet haben, dadurch mehr Leute gebraucht haben, mehr Arbeiter und diese Arbeit hier unten aus dem Industriegebiet raus extrahiert haben. Diese Verschiebung hatten wir ja in dem anderen Let's Play auch recht häufig. Warum gibt es hier kein Wasser? Was ist da das Problem? Sollte an und für sich hier noch da sein? Oh, und eine Rohrverlängerung. Natürlich klar. Na, die wollen aber auch wirklich wie verrückt bei uns wohnen. Völlig klar, alle wollen ins Let's Play. Und dieses Let's Play findet gerade eben sein Ende, Leute. Ja, Wirtschaft und alles stagniert ein bisschen, das müssen wir im Auge behalten. Kümmern wir uns aber drum in der nächsten Episode. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr die nächste Episode auch noch anklickt. Ja, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Ein Daumen hoch würde auch sehr hilfreich sein. Ja, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag.